mehr schlafen, breche es in zwei, vorbei und beende die Lügerei. Ich mache den Abschluss, gib mir den Kopfschuss, Schluss, der Frust zieht tief, verankert in meiner Brust. Werde zum Atom, bin dem Leben entflohen, denn auf dieser Welt war es für mich nur Kalkulation. Ich will nicht drohen, nicht scherzen, leuchte 24 Kerzen und dann ist es soweit. Mein Körper ist gleich verbleibt, bin nicht mehr länger an Bord, wenn meine Seele verdorrt und dann in der Hölle schmort. Das ist der Selbstmord. Ich hab's getan und steh ich hier vor einer 5 Meter großen Tür. Ich schwitze von der Hitze, überall seh ich nur Blitze. Die Tür geht auf und ich denke nur Lauf, Lauf. Ich komm nicht vom Platz, im Gegenteil, ich muss hineingehen. Übler Gestank von innen schreie zu vernehmen. Plötzlich packt mich was am Kragen und zerrt mich brutal vom Fleck. Ich kriege richtig Panik und ich fühl mich wie Dreck. Verstärk mich nach vorne bis zur nächsten großen Pforte. Sie öffnet sich, ich glaub es nicht, was ich da tief orte. Eine riesige Gestalt, ziemlich alt, die mich krallt mit Gewalt. Und dann hab ich's geschnallt, mit tiefer Stimme sie mich an, lacht mit roten Augen angab. Das wird für dich sehr schmerzhaft. In dieser Situation, da wusste ich sofort, dass ich ihn bereue, meinen gottverdammten Selbstmord. Du wolltest dir das Leben nehmen. Die Entscheidung ist getroffen und ich bin nicht mal besoffen. Klipp und klar ist mein Verstand, ich werd des Teufels rechte Hand, aber nicht mit Absicht. Denn ich entwickle keine Nachsicht, Rücksicht auf all die anderen, die ich hinterließ, die ich vor mir weg, schließlich einfach verließ, mit meinem Tode allein ließ. Das ist ziemlich bitter, vor dem Zurück ist ein Gitter. Und ich kann nur noch vorwärts, ich fühl nur noch Herzschmerz und dies und das. Meine Seele wird ziemlich blass, denn der Hass hat ein dickes Loch hineingebaut. Es ist zu spät, ich bin fort, an einem anderen Ort. Selbstmord. Mir wird nun einiges klar, dass mein Leben nicht nur sinnlos war und dass es noch nicht gar war, hier zahle ich in bar. Und zwar mit meiner Seele, mit durchgeschnittener Kehle, ich mich quäle und quäle, fühle mich wie zwischen Zeit und Raum. Erblicke mein Leben und kann auf alles jetzt zurückschauen. Siehe meine Freunde und mein Unglück. Doch vor meinen Augen dreht sich die Zeit noch weiter zurück. Meine erste Zigarette, mein erstes Bier, meine erste Freundin und meine Gier nach ihr. Ich bin jetzt 48 Monate alt, doch die Zeit scheint davon zu rasen, mir wippelt sich kalt, das ist das Ende. Ich spüre nicht mehr mal meine Hände. Es geht immer schneller, es wird heller als im Keller und noch viel greller. Dann bin ich weg, ich bin dort, ich bin fort, an einem anderen Ort, einfach verdorrt. Selbstmord. Ich würde es nicht mehr versuchen.